So, ich bin jetzt heute mal wieder in einem Museum. Ich glaube sogar, dass ich hier schon einmal war. Während der Corona-Zeit. Allerdings war es meiste geschlossen. Hier gibt es insgesamt 4 Museen. Und der Eintritt kostet in der Regel 100 Baht. Da ich aber über 60 bin, ist es für mich kostenlos. Hier bei diesen Museen können Kinder auch hier basteln oder sonstige Sachen hier machen, irgendwelche Tests und so weiter gibt es hier. Und um was handelt sich das hier? Gute Frage, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, alle möglichen Techniken, die erfunden wurden oder wie sich die Menschheit auch entwickelt hat. Hier zum Beispiel so ein, was ist das, Wasserhose, sagt man glaube ich jetzt so. Es geht bis hier runter. Und dann etwas für die Grünen, Grüne Partei und auch die Menschen, die grün sind. Weiß gar nicht, warum das man sich so abtrennen muss vom Rest der Menschheit. Es geht um saubere Energie. Und das hier, Bambus. Wie heißt es auf Thai? Mai Pai, glaube ich. Irgendwo wird es auch stehen. Ohne Brille ist ein bisschen schlecht für mich. Nein. Da steht es. Also auf Anhieb finde ich es nicht. Aber da lasse ich mir ein Außengehege für meine beiden Bengal. Herzen bauen. Und deswegen bin ich heute auch hier in der Gegend. Und dann dachte ich mir, komm, fährst du mal wieder bei dem Museum vorbei und gehst da einfach rein. Ja, Mülltrennung. Ganz wichtig, Batterien zusammen mit Plastik. Ja, zumindest ist es mal getrennt. Die nächste Trennung erfolgt dort, wo der Müll verwertet wird. Ich werde mehrere kurze Videos machen, weil ich dann auch noch in die anderen Gebäude reingehe. Ich erinnere mich jetzt nämlich gerade dran, dass ich während der Covid-Zeit eine Stromrechnung, die aufgeschlüsselt ist. Man kann hier auf der Stromrechnung hier oben erkennen, in welchem Monat man wie viel verbraucht hat. Also es bezog immer auf die vergangenen Monate. Hat so eigentlich immer eine Erinnerung, ob man nicht etwas an seinem Stromverbrauch ändern will. Sicherlich muss man da auch die Jahreszeiten beachten, also März, April, Mai,
sind so für mich gesehen die energieintensivsten Monate, weil halt die Klimaanlage, sofern man zu Hause ist und nicht rausfährt, nicht gerade unterwegs ist, sind das die Monate, die den höchsten Stromverbrauch haben. Ich war nämlich so clever, dass ich bei mir im Schlafzimmer helle Scheiben einbauen habe lassen, da mir das immer zu duster war und dadurch jetzt natürlich dann halt die Sonneneinstrahlung das Zimmer massiv erhitzt. Hinten geht's hoch. Und man glaubt's nicht, ich habe gar nichts zu tun und trotzdem vergesse ich immer wieder, mir eine UV-Folie zu bestellen, dass ich mal die Scheiben beklebe. Die Gebäude an sich außen sehen auch sehr futuristisch aus. Und man glaubt es nicht, nein, es ist nicht in einer Gegend, Stadtmitte, wo sehr, sehr viele Touristen sind. Es ist da draußen, wo eigentlich 99,95% Thais leben. So, hier kann man dran herumspielen. Das ist so ein Taschenrechner. Wer weiß noch, wie sowas funktioniert. Da oben bin ich. Ich laufe jetzt gerade rückwärts. Wenn ich mich umdrehe, sieht man mich nicht mehr auf dem Video. Und hier ganz dunkel. Spiegel. Prismenglas, Brennglas. Kein Sound. So, das sind jetzt gleich 10 Minuten. Dann mache ich hier Schluss und werde mal in die anderen Gebäude rübergehen. Bis dann, ciao.